Hello, hello, hello. So schön, dass du mich hier entdeckt hast, wiederentdeckt hast, ganz neu entdeckt hast, wie auch immer. Ich würde mit dir mal gerne ein paar Impulse teilen oder mit dir darüber sprechen, warum deine Seele und dein Herz dein größter Wegweiser sind, dein größter Guide sind und warum Wachstum immer außerhalb der Komfortzone nur stattfinden kann. Schau mal, bevor wir so dieses Licht der Welt erblickt haben, bevor wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, um es mal ganz vereinfacht darzustellen, da hat unser Herz ja schon geschlagen. Das war ja schon da. Und unser Herz hat so eine Intelligenz, die wesentlich höher ist als unser süßes Spatzenhirn, unser Kopf, der Verstand, der Denker. Das hat alles erst eingesetzt, als wir ja das Licht dieser Welt erblickt hatten und als wir vom Außen Programme, Prägungen, Ansichten, Glaubensmuster, Glaubenssätze, whatever angenommen haben. Wir haben ja vom ersten Tag angefangen zu schauen, wie machen die anderen das und haben das nachgeahmt. Da ist ja per se nicht bei allem was falsch dran. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge, die wunderbar sind. Zum Beispiel, dass wir aufrecht gehen. Ja, haben wir uns ja auch vom Umfeld abgeguckt. Aber vieles haben wir auch wie so ein ungefiltertes System aufgenommen in unser Unterbewusstes, in unser Unbewusstes, in unser Unterbewusstsein, wo wir bis heute glauben, das geht nicht, weil, was auch immer. Weil wir natürlich ja auch da Dinge bis eben so machen, wie die Masse das halt macht, wie die meisten das halt machen. Und dann kommen wir gar nicht auf die Idee, das mal wirklich zu hinterfragen, was wäre, wenn es denn doch möglich ist. Das meine ich damit. Unsere Seele, unser Herz kommuniziert ständig mit uns über Botschaften, über Ideen, über Impulse. Du hast ganz, ganz viele Impulse, Ideen mal gehabt und auch bis jetzt sicherlich noch, wenn du dich ihnen mal noch mal ein bisschen mehr öffnest, wie genau, wenn alles für dich möglich wäre, dein Leben wirklich ausschauen würde. Beruflich und privat. Das Gesundheitliche kommt auch an dritter Stelle für mich mit dazu, weil je weniger wir auf unserem eigenen Herzens- und Seelenweg unterwegs sind, das weiß ich nur zu gut von mir aus meinem früheren Leben. Umso kreativer wird unsere Seele, die sich den Körper zunutze macht oder zu Hilfe nimmt und es dann zu Disharmonien kommt. In meinem Weltbild sind das mehr Disharmonien als Krankheitssymptome. Was meine ich damit? Irgendwas ist in unserem System nicht in Harmonie und deshalb zeigt der Körper Reaktionen. Mal rein schwarz-weiß betrachtet. Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich darum gehen darf, den Körper gut zu nähren, gut zu kleiden, gut für ihn zu sorgen und, und. Das ist das, was wir so bewusst aufnehmen. Unser Unterbewusstsein, unser Unbewusstes, denk an Eisberg, da sieht man auch nur ganz, ganz wenig oben, alles andere ist unter der Unterfläche. Das beginnt in dem mentalen Bereich. Und deshalb kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen und von vielen Menschen jetzt hier berichten, die ich die letzten Jahre in der Richtung ja auch schon begleiten durfte, je mehr wir dem Plan unserer Seele folgen, unserem Herzen und dem folgen, uns auf den Weg begeben, warum wir eigentlich hierher gekommen sind, logische Schlussfolgerung. Umso weniger hat die Seele natürlich einen Grund, sich den Körper zunutze zu machen und Disharmonien uns zu schicken. Ja, die Prägung ist natürlich da. Ab einem gewissen Alter ist das halt so und so. Dies oder jenes oder das. Was wäre, wenn all das, was dich bis eben auch in Form von Disharmonie beschäftigt in deinem Körper, einfach nur ein ganz, ganz liebevoller Hinweis wäre von deiner Seele, bitte korrigier deinen Weg. Bitte hab Mut und Vertrauen. Vertraue dir selbst, vertraue deinem Herzen, vertraue deiner Seele, deinem Higher Self, welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest.
und begib dich auf den Weg deines Herzens. Und dann geschehen so die wundersamen Dinge. Auch bei mir. Je mehr ich angefangen habe, wirklich diesen Impulsen zu folgen, meinem Herzen zu folgen, den wahren Plan meiner Seele zu entdecken, dem Ruf meiner Seele auch zu folgen, umso weniger hat meine Seele mir Botschaften auf der körperlichen Ebene geschickt. Ich mag jetzt nicht auf Krankheiten und Disharmonien hier eingehen. Lausch mal hinein, fühl mal hinein, was dein Herz zu dem sagt, was ich dir hier gerade so mit auf den Weg gebe. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, dass Veränderung einfach immer unbequem ist oder oder was heißt immer unbequem? Ja, es ist ein Stück weit unbequem. Das ist das, was sich so schwer dann erst vielleicht mal anfühlt oder so seltsam anfühlt, weil wir das Neue, von dem wir träumen, das kennen wir ja nicht. Da haben wir ja keine Referenzpunkte zu. Und das ist auch damit gemeint, wirkliche Veränderungen im Leben zu haben, so zu leben, wie du, dein Herz, dein ganzes Sein das wirklich möchten. Das findet außerhalb der Komfortzone statt, außerhalb des Rahmens, den du dir bislang gesteckt hast, außerhalb dieses, ich sag's jetzt mal schwarz-weiß, dieses kleinen Briefmarkenlebens, das du bis eben lebst, das ich früher ja auch mal gelebt habe. Nur mal, um dich wach zu rütteln. Und wie viel mehr kannst du mal bitte beginnen, ab heute Einladung an dich, all das, was bis eben in deinem Leben war, auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen noch so schwer fällt, aber auch darin die Geschenke zu sehen. Weil aus jeder Situation, wo das Leben uns auch Botschaften geschickt hat, letzten Endes, wie der Schmetterling, der aus einer Raupe sich entfaltet, ist er gestärkt hervorgegangen. Und so bist auch du aus vielem sicherlich gestärkt hervorgegangen. Dass alles die Goldnuggets jetzt sein können, wenn du das möchtest, für das freie Leben, von dem du bis eben insgeheim träumst. Und auch zum Bewusstmachen, was möglicherweise aber auch bei dem einen oder anderen, und da finde ich mich aus meinem früheren Leben auch wieder, wo wir dann dazu geneigt sind, dass wir das Gefühl haben, wir sind so viel, in Anführungsstrichen, ja, ich will nicht sagen bestraft worden, aber das Schicksal hat uns so vieles geschickt, dass wir uns schon so ausweglos in einer Situation fühlen, dass wir uns so sehr mit dem Leben arrangiert haben. Ich habe Einladung an dich, stell das mal alles in Frage. Sind so viele Goldnuggets in dir verborgen, so ein Goldschatz ist in dir. Erlaub dir, ihn zu entdecken. Erlaub diesen Goldschatz, der in dir verborgen ist, dein wahres Potenzial, warum du eigentlich hierher gekommen bist, warum du hier bist, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, auch meinen Worten hier lauschst, was dein Beitrag jetzt für die Welt sein kann. Und erlaub dir dafür zu gehen und damit einhergehen, die Komfortzone zu verlassen, weil da ist alles für dich vorbereitet. Alles das, was deinen kühnsten Träumen entspricht, ist außerhalb deiner jetzigen Komfortzone für dich vorbereitet. Und das ist das, was sich zunächst so unbequem anfühlt, weil das Neue, das kennen wir ja nicht. Aber geh dafür. Einladung für heute an dich. Geh dafür und erlaub dir, dein ganzes Sein auf Empfang zu stellen und so wahre Wunder in deinem Leben geschehen zu lassen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, nimm gerne Kontakt zu mir auf. Lass uns da gerne mal im Detail sprechen. Und dann schauen wir, wie ich dich gegebenenfalls natürlich auch dabei begleiten kann. Hab noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.